Alle Leute hier im Hörsaal und zu Hause an den Empfangsgeräten, willkommen zur Vorlesung Funktionale Programmierung in Haskell. Fortgeschrittene klammern wir mal ein bisschen, das wird schon insbesondere für heute. Ich sag gleich noch was zu mir, aber die meisten von euch kennen mich schon. Ich bin Jonas Betzendahl, das da drüben ist mein reizender Assistent Stefan Dresselhaus. Wir machen dieses Semester eine wunderschöne Vorlesung über Haskell und hier ist der Überblick für heute. Wir machen erst ein bisschen Orga-Krams und ein paar Überlebenstipps für Haskell-Land. Danach machen wir ein bisschen Druckbetankung für die Grundlagen, eigentlich für den Rest der Vorlesung. Insbesondere werde ich euch die zwei wichtigsten Regeln für erfolgreiches Programmieren in Lambda-Land verraten. Dann insbesondere werden wir uns nochmal auf die Typen von Haskell stürzen mit besonderer Aufmerksamkeit auf Purity. Lazy Evaluation werden wir durchsprechen und Functions, Problem Solving through Composition oder Problemlösen durch Zusammenstecken. Deutsch ist manchmal eine hässliche Sprache. So, Orga-Krams, diejenigen, die im Hörsaal sitzen, haben es geschafft. Ihr wisst, dass es Vorlesungen gibt. Die finden freitags von 2 bis 4 statt, genau hier in V2205. Ah, da kommen wir heute zu spät. Die Leute haben es nicht rechtzeitig geschafft, das ist trotzdem in Ordnung. Es gibt außerdem Übungen. Übungen gibt es montags, startet nächsten Montag. Es gibt zwei Termine für die Übung, die müsste ich beide besuchen. Einer reicht vollkommen. Und zwar gibt es einen für die Leute, die von 12 bis 2 Zeit haben. Der ist nämlich von 12 bis 2. Und es gibt einen für alle anderen, den haben wir extra auf 18 bis 20 gelegt, damit jeder irgendwie die Chance hat, an irgendeiner Übung teilzunehmen. Die Teilnahme an den Übungen ist nicht verpflichtend, aber wir würden euch das nahelegen, also wir nehmen keine Anwesenheit oder sowas. Aber wenn ihr hinterher die Punkte haben wollt, solltet ihr irgendwie ein bisschen was über Haskell gelernt haben und am besten lernt ihr Haskell, wenn ihr selber Haskell schreibt. Programmieren bringt euch niemand bei, das müsst ihr selber machen. So, Input-Output. Es gibt für dieses Modul 5 leckere Leistungspunkte. Die sind sogar ganz echt. Die könnt ihr allerdings nur in der individuellen Ergänzung einbringen, nicht in der strukturierten und auch nicht in Wahlpflicht Easy oder sowas. Das hat damit zu tun, dass wir ansonsten auf die uniweite Leko gemusst hätten und das ist alles ganz furchtbar bürokratisch. Mario runzelt die Stirn, aber ich... Nee, strukturierte geht auch nicht. Das hätte in die uniweite Leko gemusst, hat zumindest Alex gesagt. Ja. Oder Franz, weiß nicht. Irgendjemand, der mehr Ahnung hat als ich. Okay, aber auf jeden Fall individuelle Ergänzung. Falls sich daran was ändern sollte, lassen wir euch das natürlich wissen. Wenn ihr diese Punkte, diese köstlichen Leistungspunkte tatsächlich haben wollt, müsst ihr uns ein kleines Programmierprojekt zusammenschreiben. Welche das die Aufgabe ist, erfahrt ihr später. Weil wir es auch noch nicht wissen. Achtet mal so Hälfte des Semesters oder sowas, da werden wir E-Mails rumschicken, es sind Tutorien ankünden, bla 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 bla. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wer die Übungen regelmäßig besucht hat und die freiwilligen Aufgaben irgendwie bearbeitet hat, der wird mit dem Projekt keine großen Probleme haben. Wir wollen euch ja nicht stressen, wir wollen euch nur Dinge beibringen. Ja. Nochmal Personenkult, wie ich schon gesagt, das ist Stefan Dresselhaus, ich bin Jonas Betzendahl. Das da vorne ist Alex Schürber, der Formalverantwortliche. Wenn ihr Fragen zur Fakultät habt, wohin das jetzt alles kommt, ob ihr es wirklich in die strukturierte oder nur individuelle Ergänzung kann, fragt ihr ihn. Wenn ihr euch über uns beschweren wollt, geht ihr auch zu ihm. Ansonsten stehen wir euch unter den E-Mail-Adressen oder hier zur Vorlesung oder in den Übungen immer offen. Das Material zur Vorlesung. Wir laden diese Folien hoch und zwar auf GitHub. Wir haben eine kleine Organisation auf GitHub gegründet. Jeder, der zu GitHub sagt und sagt, hey, ich halte so eine Vorlesung, kann ich gerne 100 Private Repositories haben? Und dann kriegt man eine E-Mail zurück und sagt, ja, natürlich kannst du das hier, bitteschön. Alles das machen wir über diese komische GitHub-Organisation. Das findet ihr unter github.com/ffpihaskell. Da ist auch schon ein Repository drin, auf das ihr alle Zugriff habt, mit genau diesen Slides drin aktuell. Wie ihr merkt, bin ich ein Cyborg. Das heißt, es wird momentan ein Videomitschnitt erstellt und Audiomitschnitt. Mein Gesicht werdet ihr im Internet nicht sehen können, aber meine Stimme werdet ihr hören können und die Slides werdet ihr sehen können. Das werden wir im Unirecorder hochladen oder auf YouTube oder beides. Wir schauen mal. Auch da Näheres to be announced.
was Haskell in der Vorlesung angeht, darum geht es ja irgendwie. Wir benutzen den GRC, das ist der Industriestandard. Es gibt noch andere Compiler, aber wir benutzen diesen hier. Falls es irgendwo relevant werden sollte, ich glaube das gar nicht, aber falls es relevant werden sollte, sagen wir Version 7.8 oder neuer. Der ganz neue ist 7.10, irgendwie seit letzter Woche draußen. Wenn ihr bei euch noch nicht selbst Haskell installiert habt, dann empfehle ich euch die Haskell-Plattform auf haskell.org/Plattform. Gibt es für Linux, GNU/Linux, es gibt das für BSD, es gibt das für Windows, es gibt das für Mac, es gibt das für alles, was man eigentlich sich so erträumt. Und es kommt als Rundum-Glücklich-Paket. Ihr kriegt den GRC, ihr kriegt Kabal, das kriegt alle, ihr kriegt alles, was ihr braucht. Die Standardbibliotheken, das ist, wenn ihr nicht wirklich fortgeschrittenen Shit anfangen wollt, ist das in Ordnung. Einen ganz aktuellen GHC, den 7.10er, den von letzter Woche, kriegt ihr hier im GCD auch, wenn ihr das RC-Info-Paket GHC auswählt. Wie das geht, besprechen wir auch in den Übungen. Nur so zur Info. So, und jetzt der Punkt. Was? Ja. Ja, es sollte eigentlich, aber ich dachte, ich sag's trotzdem mal. So, insbesondere, was Johnny gerade gesagt hat, Hugs, diejenigen aus der etwas älteren Generation, wurden noch dazu gezwungen, dieses gräuliche Stück Software, das sich Hugs nennt, benutzt. Den unterstützen wir nicht. Das ist 10 Jahre out of development. Es wird nicht weiterentwickelt. Es ist ein großer Haufen Fail. Wir benutzen das nicht. Was sagtest du? Ja, Robert hat auch nicht an Hugs gehangen. Er hat nur gesagt, ich habe versucht, mal den GRC auf dem Mac zu installieren. Ging nicht, also habe ich Hugs genommen. Ne? Also der wird von uns nicht unterstützt. Wir bringen euch aber eine gute Alternative für diejenigen. Wir benutzen den GHCI. Der GHC, wenn ihr ihn installiert, hier im GZI funktioniert es schon. Ansonsten, wenn ihr die Haskell-Plattform installiert, kommt das auch gleich mit. Bringt den GHC Interactive Mode mit, oder den GHCI. Das ist im Prinzip sowas wie Hugs, nur in besser. Es hat auch die Read-Evaluate-Print-Loop, also das Repeln, sagt man auch. Das heißt, man kann irgendwie was eingeben, es wird ausgewertet und man sieht das dann wunderschön vor sich. Das ist für Entwicklung sehr, sehr nützlich. Ich kann euch nur empfehlen, damit zu arbeiten. Es gibt, ja, das sollte ich vielleicht einmal erwähnen, es gibt eine Menge Libraries für Haskell inzwischen. Die wohnen alle auf Hackage. Das ist hackage.haskell.org. Das ist insbesondere nützlich für euch, weil ihr auf Hackage auch die Implementation von so Standardfunktionen findet. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist nochmal Reverse tatsächlich implementiert oder sowas, dann könnt ihr auf Hackage gehen, euch da in die Prelude klicken und dann auf Source klicken und dann seht ihr da, wie es selbst für Haskell implementiert ist. Das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Installieren tut ihr diese Bibliotheken mit Kabal. Das ist so ein Paketmanagementsystem für Haskell. Das hilft euch ein bisschen, wenn ihr Pakete bauen wollt, wenn ihr sie runterladen wollt, wenn ihr sie verpacken wollt. Es gibt euch die Möglichkeit, irgendwie Sandboxes zu machen, sodass ihr nicht euren ganzen Nutzer mit den ganzen Paketen zumüllen wollt, die irgendwie dann immer noch inkompatibel sind. Es ist großartig, kommt in der Haskell-Plattform auch mit drin. Näheres in den Übungen. Das ist das, was wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen, aber für diejenigen, die es vielleicht noch nie gesehen haben, das ist die beste Trademark. Ressource, so die ersten Schritte in Haskell zu machen. Wer heute irgendwie nur schwer mitkommt oder irgendwie hinterherhakt, dem würde ich dieses Buch gerne auch nochmal ans Herz legen. Learn Your Haskell for Great Good. Hat mir sehr viel weitergeholfen und vielen anderen auch. Kostenlos und frei im Internet verfügbar unter learnyourhaskell.com. So, Fragen bis hier? Keine. Gut, dann vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu Fragen. Ich mache jetzt eine Vorlesung lang Druckbetankung mit euch zu Haskell Basics. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann bitte seid doch so freundlich und hebt irgendwie kurz eure Hand. Und dann kann ich euch dran nehmen und dann erkläre ich euch die Antwort zu eurer Frage. Und bitte tut's auch, wenn ihr was nicht versteht, weil es sitzen garantiert noch 2, 3, 4, 5 andere Leute hier, die gleiche Frage haben, aber nicht die Hand heben. Also bitte. Es bringt nichts, weder mir noch euch, wenn ich jetzt hier Haskell vortanze oder sowas und
ihr dann irgendwie da sitzt, hören, was mache ich jetzt, dieser komische Doppelpunkt, habe ich nicht verstanden, keine Ahnung. So. Dieser Satz wird uns heute so ein bisschen durch die Vorlesung leiten. Haskell is a pure functional programming language with strong and static types and lazy evaluation. Insbesondere wird uns diese Aufstückelung des Satzes durch die Vorlesung führen. Haskell is a pure functional programming language with strong and static types and lazy evaluation. Aber erstmal zu den Basics. Hier ist ein kleines Konzept, was ich Haskell auf einer Folie nenne. Und hier haben wir eine kleine Implementation von Filter. Das ist eine Funktion aus der Prelude, die eine Liste von Elementen nimmt und die Elemente aus der Liste rausschmeißt, die einem bestimmten Prädikat nicht entsprechen. Und es gibt jetzt verschiedene kleine Teile davon, die wir gerne einmal besprechen sollten. Einmal die Typsignatur. Wer weiß, was Typsignaturen sind? Sehr gut, da hinten, Joris. Ja. Genau. Also, wir haben hier eine Funktion. Das Ganze liest sich ungefähr so. Filter, das ist einfach nur der Name der Funktion, hat den Typ Funktion von A nach Bool, nach Liste von A, nach Liste von A. Das allererste, was man da vielleicht beobachten sollte, ist der Polymorphismus in dieser Typsignatur. Also es kommt eine Funktion von A nach Bool rein und eine Liste von A's. Und die Sache ist, wir haben da dieses A stehen. Dieses A kann jetzt aber ein beliebiger Typ sein. Das ist also Polymorphismus, Polyphil, Morph, Morphologie, bla, keine Ahnung, Form. Das heißt, diese Funktion kann viele Formen haben. Es passt sich auf irgendeinen Typen an. Das heißt, ihr könnt da für A könnt ihr Bools einsetzen, ihr könnt Strings einsetzen, ihr könntet theoretisch Funktionen einsetzen, wenn ihr nur eine Funktion von Funktionen nach Bool findet. Theoretisch könntet ihr da alles reinsetzen. Diese Filterfunktion ist immer dieselbe und sie funktioniert für alle Typen, die irgendwie in dieses A reinpassen. Wie ihr auch schon gemerkt habt, geben wir an Filter eine Funktion, geben wir einfach eine weitere Funktion, so als Argument an. Wir nennen das hier unten weiter P, aber das ist einfach nur eine Funktion, die wir an diese Funktion weitergeben. Das ist in vielen anderen Sprachen gar nicht mal so möglich. Ich habe mir sagen lassen, dass Java 8 das jetzt kann, so in manchmal und mit furchtbarer Syntax und nur an bestimmten Stellen. Und Python kann das irgendwie schon ein bisschen länger. Aber Haskell ist eigentlich where it's at. wir können das schon ein bisschen länger. Das ist in Haskell nichts Außergewöhnliches, dass man eine Funktion an eine Funktion übergibt und diese Funktion dann in der Definition, in der Implementation weiterverwendet wird. So, wenn wir jetzt durch die Typsignatur durch sind, dann definieren wir, was die Funktion tatsächlich tun soll, via Pattern Matching. Das heißt, wir haben oben eine Typsignatur und die sagt, okay, wir kriegen eine Funktion rein und wir kriegen eine Liste rein. Und jetzt müssen wir noch irgendwie sagen, okay, gegeben das, was soll denn da rauskommen? Und der erste Fall ist in diesem Fall, dass wir schreiben Filter P und leere Liste ist leere Liste. Das heißt, wenn wir irgendeine Funktion reingeben, wir nennen sie jetzt hier mal P und eine leere Liste, dann ist es eine leere Liste, weil was soll ich an Elementen aus einer leeren Liste schon rausschmeißen? Es gibt ja gar keine mehr. So, aber jetzt wird es interessanter. Was ist, wenn wir Filter, also was ist, wenn wir eine Funktion reinkriegen, wir nennen sie P und eine nicht leere Liste? Dieses X, Doppelpunkt XS, liest sich x cons x's, der Doppelpunkt wird cons genannt, und das ist ein Konstruktor für den Listendatentyp in Haskell. Das heißt, dieses x hier ist irgendein Element in der Liste vom Typ A, und dieses x's hier hinten ist wieder eine Liste vom Typ A, die dann wiederum ein Element cons einer weiteren Liste sein kann oder die leere Liste, und wenn es eine Liste ist, dann kann das wieder ein Element cons etc. etc. Ihr versteht, worum es geht. Also, wir kriegen eine Funktion P und eine Liste, die nicht leer ist, sondern einen Consfall hat. Dann unterscheiden wir mit Guards, so werden diese Dinger hier genannt, diese Striche oder Pipes oder wie auch immer, unterscheiden wir mit diesen Guards Subfälle. Okay, angenommen, wir haben also eine
Funktion p und eine Liste x cons x's. Aber jetzt wollen wir ja noch weiter unterscheiden. Wir wollen nämlich wissen, ob dieses x vom Typ a in die Funktion eingegeben, die wir mitgeliefert gekommen haben, true liefert oder nicht. Und das machen wir über guards. Wir sagen jetzt einfach, falls p von x, dann möchte ich dieses Element gerne behalten. Dann gebe ich x cons, also dann lasse ich das x, das lasse ich das Element drin, cons Rekursivaufruf mit derselben Funktion auf den Rest der Liste. Und ansonsten, otherwise, falls es nicht true gibt, angewendet auf die Funktion, dann nehmen wir einfach, dann schmeißen wir das x weg und wenden einfach nur das Rest, das die Funktion rekursiv auf den Rest der Liste an. So. Klarifizierung sollte ich nochmal kurz was zu sagen. In anderen Sprachen ist es häufig so, dass ihr irgendwie eine Funktion nimmt, einen Int, einen Bool, einen String und was weiß ich nicht noch immer. Und es verbraucht die einfach so. Und in Haskell können wir im Prinzip auch so reden. Wir sagen hier, Filter nimmt eine Funktion und eine Liste und gibt eine Liste aus. Das ist aber so ein bisschen, ja, ein bisschen Zucker, sprachlicher Zucker, weil in Wirklichkeit hat jede Haskell-Funktion nur einen Parameter und gibt auch nur eine Sache wieder zurück. Das beschreibt man mit Klarifizierung. Also das heißt, Filter hat nicht in Wirklichkeit zwei Argumente, nämlich eine Funktion und eine Liste und gibt eine Liste zurück, sondern Filter hat in Wirklichkeit nur ein Argument, nämlich die Funktion, das erste, und gibt eine Funktion zurück, die dann wiederum eine Liste nimmt und eine Liste zurückgibt. So, also könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, dass Filter even eine Funktion ist. Wir können einfach sagen, okay, Filter even, das heißt, filter mir nur, also ich möchte nur die Zahlen haben, die gerade sind in der Liste, die dann irgendwann nochmal kommen wird. Und das ist ein Objekt wie jedes andere. Das können wir einfach so benutzen. Wir können im Laufe der Vorlesung in den Übungen gerne sagen, dass irgendwie, ja, ist okay, Filter nimmt zwei Argumente, eine Funktion und eine Liste, ist alles schön und gut, solange uns das nicht in den Weg kommt. Eigentlich, und das wissen wir so auf so einem ganz geheimen, intuitiven Level, hat jede Funktion in Haskell nur ein Argument und gibt im Zweifelsfall eine Funktion zurück. Sowas plus hat eigentlich auch zwei Argumente, plus 5 ist aber genauso eine Funktion, die dann nur noch einen Int nimmt und einen Int zurückgibt. So, das beschreibt sich unter Klarifizierung. Ihr fragt euch, was hat das mit Curry zu tun? Das ist benannt nach dem Logiker im 20. Jahrhundert, Haskell Curry, nach dem auch die Sprache benannt ist. Achso, eine Sache sollte ich noch erwähnen. Anwenden von Funktionen auf Werte ist in Haskell wichtig, sogar ziemlich wichtig, ist eine funktionale Sprache. Und deswegen haben sich die Leute gedacht, dass sie irgendwie die Notation dafür nehmen, die am wenigsten irgendwie im Weg rumsteht, nämlich einfach f von xy anstatt irgendwie f von Klammer x, y wie in anderen Sprachen. So, bevor ich jetzt weitergehe, Fragen zu dieser Folie. Versteht jeder, was hier abgeht? Wenn nicht, keine Schande, dann meldet euch einfach. Ja. Genau, also wie würdest du Filter beschreiben? Nicht die, also ja, wie würdest du sagen, was ist so die Typsignatur von Filter? Nimmt das zwei Argumente oder nimmt es eins? Okay, also Filter ist eine Funktion. Ja? So, diese Funktion, wenn man sich so diese Funktionssignatur anguckt, denkt man ja eigentlich, okay, sie nimmt eine Funktion und eine Liste und gibt eine Liste zurück. Kann man so sagen, auf der tiefsten Ebene stimmt das aber nicht. Sie nimmt in Wirklichkeit nur die Funktion und gibt eine Funktion zurück. Und diese zurückgegebene Funktion nimmt dann eine Liste und gibt eine Liste zurück. Ja genau, ihr könnt euch das nach rechts geklammert vorstellen. Also im Sinne von, eigentlich könntet ihr hier die Listen
da rechts auch noch klammern, dann wäre es nur noch, also dann wäre es nur noch von einer Funktion von A nach Bool zu einer Funktion von Liste A nach Liste A. Die implizite Klammerung bei Typsignaturen in Haskell ist nach rechts. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Also im Sinne von, denk dir nicht, Filter nimmt zwei Argumente, sondern Filter nimmt in Wirklichkeit ein Argument und gibt eine Funktion zurück, die dann von Liste A nach Liste A geht. Ja, macht das einigermaßen Sinn? Ja, genau, Filter even, wie aus dem Beispiel eben. Wenn ich einfach nur sage, Filter even, dann ist das eine Funktion, die irgendeine Liste nimmt und mir nur die geraden Zahlen zurückgibt. Ja? Das nennt sich Partial Application. Das heißt, du kannst eine Funktion auch nur, also nur die ersten paar Argumente mitgeben und dann kannst du sie trotzdem noch verwenden und dann später an anderer Stelle den Rest eingeben. Okay? Sonst noch Fragen? Okay. Thinking in Types. Das ist die erste große geheime Nachricht an euch, das erste große Geheimnis, wie man in Lambda-Land ordentlich funktioniert. Habt in jedem Moment, wenn es irgendwie geht, im Kopf, um welche Typen es gerade geht. Welche Typen haben die Funktionen, die ich gerade benutze? Welche Typen haben die Daten, die ich verarbeiten will? Wie spielen die Typen zusammen? Lässt du die Tür eventuell auf, dann kommt hier ein bisschen Luftzug durch. Wie spielen die Typen zusammen? Und wenn ihr das irgendwie eine Weile lang übt, dann werdet ihr irgendwann merken, dass das am Ende so wie Puzzleteile zusammenfällt. Und das macht es euch viel, viel einfacher, am Ende in Haskell erfolgreich zu programmieren. Ja, genau. Haskell is a pure functional programming language with strong and static types in lazy evaluation. Einmal kurz darüber geredet. Was bedeuten strong and static types? Strong types bedeutet, dass man in Haskell sehr genaue Typangaben machen kann. Das heißt, man kann ziemlich präzise darüber Aussagen machen, welchen Typ gerade meine Daten haben. Und es sind nicht irgendwie alle Strings und ich manipuliere die irgendwie schon hin und her, sondern ich kann ziemlich viele Aussagen darüber treffen. Und static bedeutet, dass der Compiler auch überprüft, dass ihr ja das Richtige mit den Typen macht. Das heißt, sowas wie int i gleich 4 und if i, then irgendwas, else irgendwas, wie es aus C kommt oder sowas, wird euch in Haskell nicht passieren. Weil das ist eine Zahl. If 4, das macht ja keinen Sinn eigentlich. Und Haskell achtet so ein bisschen genauer drauf, dass ihr bei sowas auch die richtigen Anwendungen macht. Ihr müsstet dann zum Beispiel größer 0. If größer 0, 4, dann irgendwas, das würde funktionieren. Weil größer 0 ist eine Funktion von int nach bool. Genau. Und der Compiler wird euch auf die Finger hauen, wenn ihr programmiert. Und das seid ihr vielleicht aus anderen Sprachen nicht gewohnt. In Java vielleicht noch ein bisschen, aber insbesondere so in Python oder JavaScript, wenn ihr damit schon mal was gemacht habt, die lassen euch in der Regel alles durchgehen. Und das Problem dabei ist dann immer nur, okay, ich kann einfach erstmal alles hinschreiben und dann habe ich aber die ganzen Fehler, die ich produziere, weil ich natürlich ein Mensch bin und nicht alles fertig ausgedacht habe, habe ich da einfach noch drin. Und dann kann ich nur irgendwie gucken, dass ich irgendwie das Programm 10.000 Mal ausführe und dann irgendwie hoffe, alle Fehler zu finden. In Haskell ist die Vorgehensweise ein bisschen eine andere. Nämlich, wir versuchen möglichst präzise mit unseren Typen zu sein und damit zu erreichen, dass der Compiler uns dabei helfen kann, möglichst zu einem korrekten Programm zu kommen. Ja, was Haskell auf einer Folie angeht, ich habe gelogen. Ja? Ja. Ja, das sind auch keine klare, also die Frage war, für diejenigen, die es nicht gehört haben, insbesondere die auf der Tonaufnahme wahrscheinlich nicht, die Frage war, wo der Unterschied jetzt zwischen starken und statischen Typen ist. Das sind alles keine klar definierten Konstrukte, aber du kannst dir generell vorstellen, dass Haskell halt viel mehr auf Typen achtet und diese Typen auch irgendwie keine impliziten Casts drin haben oder sowas, ne? Wie in JavaScript oder PHP, irgendwie, da hast du eine Zahl und plötzlich, wenn du sie zu einem String addierst, ist das plötzlich, wird dann deine Zahl auf String gecastet und dann konkateniert. Sowas funktioniert in Haskell nicht. Du musst schon sehr explizit sein mit dem, was du mit deinem Typen machen willst.
Da hinten war noch eine Frage. Ja. Okay, for the record, Python ist stärker typisiert als Java. Da magst du recht haben, das kann ich von hier gerade nicht beurteilen. Ich habe zwar in beiden Sprachen schon programmiert, aber so genau nicht. Okay, sonst noch Fragen? Oder Anmerkungen? Verbesserungen? Okay. Wie gesagt, Haskell auf einer Folie. Ich habe ein bisschen gelogen. Es kommen noch mehr Folien. Diese Typen solltet ihr irgendwoher schon kennen. Also spätestens das A und D, da habt ihr mit denen alle schon gearbeitet. Für diejenigen, die A und D jetzt nicht gehört haben, das ist ein 32-Bit-Integer. Das ist ein Arbitrary Precision Integer, das heißt, der hier kann nur so und so groß werden, der hier kann beliebig groß werden, bis ihr keinen Speicher mehr habt. Floats und Doubles habt ihr, glaube ich, auch schon mal gehört. Character sind halt einzelne Zeichen, Strings sind Zeichenketten. In Haskell sind Strings nichts anderes als einfach nur, sofort, einfach nur Listen von Charaktern. Und Bools sind halt die Booleans, das sind False und True. Ja, Frage? Ah, okay. Ich dachte, das wäre standardisiert auf 32, aber meinetwegen. Auf jeden Fall beschränkte Precision. Es kann nicht beliebig groß werden. So, diese Typen solltet ihr schon irgendwoher kennen. Wir haben in Haskell coole Typen, also Typkonstruktoren, die aus Typen neue Typen machen. Das heißt zum Beispiel Liste. Liste nimmt einen Typen und macht einen neuen Typen draus. Liste, angewendet auf Integer, ist eine Liste von Integern. Liste angewendet auf Characters macht eine Liste von Characters, was dann im Haskell ein String ist. Liste von Bools, Liste angewendet auf Bools macht eine Liste von Bools. Es ist eigentlich nicht allzu kompliziert. Genau das gleiche funktioniert für Tree, Maybe, Either, Tuple und so weiter. Das heißt, ihr könnt, also Either oder Maybe zum Beispiel ist noch kein eigener Typ, sondern Maybe Int ist zum Beispiel ein Typ. Also nicht irgendwas, maybe ist ein Typ, das ist noch kein fertiger Typ, sondern maybe int wäre ein Typ. Genauso wie Liste an sich kein Typ ist, sondern Liste von Bools ist erst ein Typ. Genau. Dann gibt es noch in Haskell drei Möglichkeiten, ganz eigene Typen zu machen. Einerseits mit Type, das ist irgendwie offensichtlich. Das macht ein Typ Alias. Das heißt, wenn ich schreibe Type List A equals List of A, ist das jetzt einfach genau das gleiche. Ich kann jetzt einfach überall, wo ich Liste von A hätte schreiben können, auch List A schreiben können. Einfach nur für mein Auge versteht das besser, weil ich ein Programmierer bin und ich möchte das gerne so haben. Meinetwegen. Also das ist ein einfaches Typ-Alias, für den Compiler ist das noch kein Unterschied. Die nächste Eskalationsstufe ist New Type. Das ist sozusagen ein Wrapper um einen anderen Typen. Auch hier benutzt ihr immer noch Typen, die es schon gibt, in diesem Fall jetzt schon Int, und gebt aber einen Wrapper drum. Und der Unterschied ist jetzt hier, dass dir an Stellen, wo eigentlich ein Int erwartet ist, keine Sekunden angeben könntet. Es müsste erst einmal gerappt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine Funktion habt, Int nach, was weiß ich, Bool zum Beispiel, könnt ihr da nicht plötzlich irgendwie die Sekunden reingeben, dann wird euch der Compiler sagen, du hast aber hier, ich sage hier, ich will hier ein Int haben und du gibst mir einen Sekunden, was soll denn das? Also da könnt ihr euch selber irgendwie nochmal die Möglichkeit geben, ein bisschen genauere Compilerfehler zu kriegen. Und die letzte Eskalationsstufe ist wahrscheinlich die wichtigste. Data, damit kann man ganz eigene Typen machen. Zum Beispiel sind die Booleans in der Prelude so definiert, Data Bool ist entweder false oder true. Konstruktornamen werden in Haskell großgeschrieben. Das heißt, false und true sind hier die beiden Konstruktoren für den Datentyp Bool. So, ich zeige euch auch einmal, wie die Listen in Haskell implementiert sind. Also Data List A ist entweder die leere Liste oder irgendein Wert vom Typ A cons irgendeine andere Liste vom Typ A. Und die ist dann wieder entweder die leere Liste oder ein cons und die ist dann wieder die leere Liste und so weiter. Das hatten wir schon. Ja, Frage?
Nee, Konstruktoren sind fertig. Also die Frage war, ob man einfach jetzt noch weitere Werte zu Bool hinzudefinieren könnte, und die Antwort ist nein. Das ist komplett über die Konstruktoren festgelegt. Ja, okay, wenn du den Compiler hackst, ja bitte. Aber, aber nicht einfach so im Nachhinein. Nein, das geht nicht. Du musst deinen Datentyp, also du kannst natürlich, du merkst schon, du kannst hier natürlich wieder andere Typen wieder drin verwenden. Sogar polymorph, ja. Du kannst hier für diesen Typen A kannst du auch wieder was anderes einsetzen. Das geht natürlich, aber du kannst nicht einfach, an irgendeiner anderen Stelle im Programm noch zusätzliche Bewohner vom Typen hinzufügen. So, jetzt erste Hallo-Wach-Frage ans Publikum. Ihr seht hier diese Funktion Quadrat, hat den Typen a nach a. Quadrat von x ist x mal x. Wo ist das Problem mit dieser Funktion? Simba. Genau. Diese Funktion ist ein bisschen zu polymorph. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Zum Beispiel, ich könnte jetzt irgendeinen Typen einsetzen. Strings oder ganz pervers Funktionstypen. Ich könnte ist Element folgender Liste multiplizieren mit nicht oder sowas. Das ist weird, das kriegt man nicht hin, das geht nicht. Und deswegen haben wir ein Problem. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir, wenn wir unseren schönen Polymorphismus behalten wollen, dass wir solchen Quatsch irgendwie vermeiden. Wie machen wir das? Naja, wie machen es andere? Also ja, das ist, wie machen es andere? In den ML-Sprachen, also in Standard-ML oder OCaml oder sowas, wird es gerne so gemacht, dass das Funktionssymbol mal zwar polymorph ist, aber die Funktion selber dann nicht. Das heißt, das nennt sich Local Choice. Das bedeutet, man müsste dann auf jeden Fall annotieren, okay, dieses mal kann entweder für mal auf float stehen oder mal auf int oder mal auf was auch immer. Aber wir müssten dann halt annotieren, dass die Funktion, die wir gerade aufrufen, auf jeden Fall für diesen Datentyp monomorph ist, sagt man. So, das ist ein bisschen doof, weil dann können wir keine Funktionen schreiben, die wirklich polymorph sind. Das wollen wir ja gerne. Also, nicht so. Dann gibt es was objektorientierte Sprachen manchmal machen. Die machen einfach Standardimplementationen, wie zum Beispiel Standardimplementation von gleich ist einfach, ja, sind denn die Adressen im Speicher gleich? Oder sowas, könnte man sich zum Beispiel denken. Ist auch immer so eine Sache. Das hat in der Regel meistens nicht so die Sachen, also im Sinne, kann ich zwei Objekte haben, die die gleichen Werte an jedem Platz haben, aber halt nicht am selben Ort im Speicher liegen, und sind die dann gleich? Nein, sind sie nicht. Und das ist immer so ein bisschen problematisch. Deswegen hat Haskell sogenannte Typklassen. So, und Typklassen können wir dafür benutzen, den Polymorphismus nur auf die Typen zu reduzieren, die wir tatsächlich unterstützen wollen. Typklassen, könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach nur eine Menge von bestimmten Typen, auf denen gewisse Funktionen definiert sind. Ja? So, das heißt, wir haben hier zum Beispiel Quadrat ein bisschen besser geschrieben, und zwar Quadrat hat jetzt den Typen NumA nach, also NumA, A nach A. Das heißt, dieser Typ A kann jetzt zwar immer noch irgendeiner sein, solange dieser Typ in der Typklasse num drin ist. Und num beschreibt halt eine Menge von Typen, sowas wie int, integer, float, double, bla 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 bla, die irgendwie numerisch aufgebaut sind. So, Jonas, wie machen wir Typen in Typklassen? Gute Frage, Publikum. So, also beziehungsweise so definieren wir erstmal Typklassen. Wir sagen class, also wenn wir uns jetzt eine eigene Typklasse bauen wollen, sagen wir class num a where, und dann definieren wir darunter ein paar, oder sagen, geben wir ein paar Typsignaturen an. Hier erstmal nur Typsignaturen. Das heißt, Typklassen sind komplett darüber definiert, welche Funktionen die Typen, die in der Typklasse sind, implementieren sollen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Typen in der Typklasse num drin haben wollen, dann müssen wir zusehen, dass plus drauf definiert ist. Dann müssen wir zusehen, dass mal drauf definiert ist. Dann müssen wir zusehen, dass negate drauf definiert ist. Und noch ein paar andere. Ich spare euch jetzt die komplette Definition, aber das ist die Idee. Das heißt, wenn wir erstmal
Haskell erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Und dann weiß auch Haskell, welches Mal es benutzen soll. Wir haben das nämlich mal gesagt. Funktionieren tut das über Instances. Wenn wir unseren Typen Int jetzt in unsere wunderschöne neue glitzernde Typklasse Num reintun wollen, dann können wir sagen, okay, i plus j soll plus int ij sein. I mal j soll mull int ij und negate i soll neg int i sein. Dafür muss natürlich an anderer Stelle diese Funktion wieder definiert sein. Aber jetzt weiß Haskell, aha, okay, int ist jetzt in dieser Typklasse num. Und wenn ich jetzt irgendwo mal int finde, warte, dann gehe ich einfach hier hin, nehme mir die mull int Funktion und wende die drauf an, zack. Und so können wir dann eine Quadratfunktion schreiben, die auch tatsächlich nur auf den Typen funktioniert, die mal definiert haben. So, noch ein paar Beispiele zu anderen Typklassen. Es gibt zwei, ja? Ja? Funktioniert so, weil, oder wir müssten es und ich habe es nur nicht auf die Vorlesung gemacht. Ah. Okay, ich finde das gut, ich lerne auch noch was. Aber ansonsten, die Slide erstmal klar. Ihr müsst mich bremsen, wenn ich zu schnell bin und anfeuern, wenn ich zu langsam bin. Okay. Dann nochmal kurz erwähnt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich einen Typen, den ich jetzt mir meinetwegen sogar selber gebastelt habe, einer Typklasse hinzufügen kann. Weil das wäre ja doof, wenn ich mir eigene Typen basteln könnte und so wunderschön. Aber ich möchte gerne den Typen auch multiplizieren können und dann muss ich ihn ja irgendwie in Num reinkriegen. Das geht einerseits von Hand, wie gerade eben gezeigt, per Instance. Also ne, zum Beispiel nehmen wir hier die Typklasse Show. Das ist die Typklasse von Typen, die man irgendwie zu einem String machen und anzeigen kann. Die Funktion, die da definiert sein muss, ist einfach nur Show, nimmt ein Element von A, dem Typen, den wir drin haben wollen, und macht einen String raus. Das ist schon alles. So, angenommen, wir machen jetzt unsere Bools und wir wollen die gerne in Show drin haben, dann können wir zum Beispiel einfach sagen, okay, Instance Show Bool, where Show von False ist der String False und Show von True ist der String True. So, aber angenommen, wir haben jetzt viele von diesen Datentypen und wir wollen das nicht alles selber schreiben, weil wir sind faul. Und wir sagen, also komm, das ist jetzt ja wirklich nicht so schwer, Haskell, kannst du jetzt nicht denken, wie ich das in der Typklasse drin haben? Doch, kann es. Es gibt nämlich auch dieses sogenannte Deriving-Konstrukt, das heißt, an der Typklasse ändert sich nichts, die ist auf beiden Seiten die gleiche. Aber wenn ich dann einfach sage, okay, meine Booleans sind entweder false oder true, dann kann ich sagen Deriving Show und dann wird sich Haskell denken, okay, die Konstruktoren sind false, dann nehme ich den String false und der andere Konstruktor ist true, dann nehme ich den String true. Das wäre jetzt ja schön, wenn das immer so funktionieren würde, aber meistens funktioniert es auch irgendwie, also gerade so für Show und EQ kann man sich das meistens noch irgendwie denken, wie das funktionieren soll. Aber spätestens bei den komplexeren Typklassen, bei Functor oder sowas, müsste man dann aufpassen. Da braucht man dann fortgeschrittene Haskell-Magie für. Aber so für einfache Typen funktioniert das ganz gut. Ja, genau, es gibt einen Language-Pragma, sodass man Functor deriven kann, aber wie gesagt, fortgeschrittene Haskell-Magie. Genau. So, noch ein paar Typklassen, die ihr kennen solltet. Eek oder EQ, das sind die Typen, auf denen Gleichheit definiert ist. Das heißt, ich kann irgendwie gucken, ob der eine Wert vom Typen gleich einem anderen Wert vom Typen ist. Und da muss man einfach gleich definieren. Es gibt auch ungleich, also das ist in Haskell forward slash gleich. Nicht Ausrufezeichen gleich wie in Java oder so, sondern forward slash gleich. Das gibt es auch und das kann man auch verwenden, wenn man erstmal einen Typen in Eek hat, aber es reicht zu definieren, was Gleichheit ist. Und es wird einfach angenommen, dass alles, was nicht gleich ist, ungleich ist.
Das meine ich mit Mini. Ah, keine Umlaute. Das meine ich mit minimale Definition für eine Instanz der Klasse. Ich kann, es reicht, wenn ich irgendwie gleich definiere, dann kriege ich ungleich quasi gratis hinten raus. Ja, Frage? Mit einer einzigen Instanz mehrere Typklassen? Ja, wenn die hierarchisch sind, glaube ich. Oder? Wenn du zum Beispiel Ort und EQ gleichzeitig. Ach, bei Deriving, ja. Also, wie Stefan schon gesagt hat, du kannst hier Klammer machen, Show, Komma, EQ, Komma, Ort, Komma, whatever. Das geht. Und da geht das auch immer. Da kannst du so viele reinsetzen, wie du möchtest. Wenn du es jetzt mit einer Instanz machen möchtest, dann würde ich dir raten, das einzeln zu machen. Es könnte sein, dass du zum Beispiel, wenn die hierarchisch übereinander stehen, dazu kommen wir gleich nochmal. Warte. Kann man das nicht alles in einem machen? Okay. Dann brauchst du verschiedene. Warum halte ich eigentlich die Vorlesung? Also im Sinne von, es gibt diese Hierarchie von Typklassen. Das heißt, zum Beispiel gibt es die Typklasse Ort A. Das sind die Typen, die man anordnen kann. Das heißt, man kann sagen, wenn ich zwei Elemente von dem Typen habe, welches ist der größere oder sind die eventuell gleich groß? So, das macht aber wenig Sinn, wenn man nicht eh schon weiß, was Gleichheit auf dem Typen bedeutet. Das heißt, du brauchst eine Instanz von EQ, ob die derived ist oder selber hingeschrieben ist, ist egal, wenn du, um eine Instanz schreiben zu können, dass dieser Typ auch in Ort 3 ist. So, und hier hast du auch wieder verschiedene Auswahl für die minimale Definition. Du kannst entweder kleiner gleich implementieren, wenn du es in Ort drin haben willst, dann ist das eine Funktion von A nach bool. Oder du kannst compare implementieren, das funktioniert auch, das reicht auch vollkommen aus, von A nach ordering. Was ist ein Ordering? Steht dahinter, das ist entweder, sobald du zwei Elemente von dem Typen gegeben hast, musst du entweder den Konstruktor LT für less than, EQ für gleich oder greater than oder GT für greater than rausgeben. Ja? Du meinst das erste und das zweite oder das erste und das zweite? Okay, du hast eine Typklasse Ort, die steht für die Typen, die man anordnen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, 4 ist größer als 0. Und in Haskell zu meinem großen Unamusement ist zum Beispiel auch true größer als false. For some reason. Und um einen Typen in Ort reinzukriegen, musst du ihn schon in EQ drin haben. Das heißt, Gleichheit muss schon definiert sein, bevor du überhaupt eine Instanz von Ort machen kannst. Das sagt dieser Pfeil hier. Das ist derselbe Pfeil wie ein paar Folien vorher da oben. Das schränkt diese A's ein auf eine bestimmte Typklasse. Und so wie die Typsignatur hier sagt, okay, Quadrat hat den Typ A nach A für irgendein A in num A, sagt es hier, okay, Class Ort A für irgendein A, was schon in EQ drin ist. Okay, so, Show hatten wir eben auch schon. Die ganzen abgefahrenen Typklassen hört ihr dann nächste Woche was drüber von Stefan, inklusive Functor, Applicative und Monad. Das wird spaßig. So, wie liegen wir in der Zeit und wie seht ihr, wollt ihr eine Pause machen zwischendrin? Weil das wäre jetzt der Moment, so 5 Minuten oder was? Oder soll ich einfach in allem weggehen und ihr hört schon zu? Einfach in allem weg? Okay, machen wir so. Mehr. Ist okay. Okay. Purity. Hat irgendjemand eine Ahnung, was Purity ist? Nicht genug, um die Hand zu heben. Ist in Ordnung. Ihr dachtet euch schon, dass jetzt dieses Slide kommt, natürlich. Haskell is a pure functional programming language with strong static types and lazy evaluation. Eine Funktion ist pur,
wenn ich sie auf eine mathematische Funktion reduzieren kann? Was ist der besondere Teil von mathematischen Funktionen? Sowas wie Quadrat oder plus 5 oder Determinante von irgendeiner Matrix oder Invers von irgendeiner Matrix? Naja, sie haben zum Beispiel keine Seiteneffekte. Was sind Seiteneffekte? Also wenn ihr eine Determinante von irgendeiner Matrize ausrechnet, dann fällt nicht zufälligerweise deswegen der Stuhl neben euch um oder euer Papier fängt an zu brennen, weil ihr gerade eine Matrize berechnet habe. Das ist, wenn schon, ein Seiteneffekt von eurem Schreibstil, aber nicht von dem Vorgang des Berechnens des Inversens. Also keine Seiteneffekte. Ihr könnt keinen globalen Zustand von irgendwas ändern. Ihr könnt keine Dateien löschen. Ihr könnt nicht irgendwie das CD-ROM-Laufwerk auf und zu machen und dabei gruselige Musik abspielen oder sowas. Das alles geht nicht. Ihr könnt einfach die Berechnung anstellen und mehr nicht. Insbesondere ein Unterpunkt davon ist keine destruktiven Updates von Variablen. Klammer Immutability, Klammer. Das bedeutet, dass irgendwie x jetzt nicht 4 sein kann und dann morgen 5 und übermorgen Hallo Welt und dann irgendwie gestern war es irgendwie ein Bull, das geht nicht. Ein x hat a erstmal einen, also irgendeine Variable hat erstmal a einen zugewiesenen Typ, der sich nicht ändert. Und genauso wenig ändert sich der Wert. Wenn ihr x einmal als 17 deklariert habt, dann ist das erstmal 17. Das ändert sich auch nicht so schnell. Ihr könnt nicht einfach eine Funktion schreiben und x ist dahinterher plötzlich 27 oder sowas. Geht nicht. Das bedeutet, das ist auch ein Teil davon, dass die Funktion pur ist. Fast alle Funktionen in Haskell sind pur. Das Stichwort, was da häufig in den Raum geworfen wird, ist Referential Transparency. So, ein Ausdruck kann man sich als transparent vorstellen, wenn ich den Ausdruck selbst durch seinen Wert jederzeit und überall ersetzen kann, ohne dass sich die Bedeutung meines Programms irgendwie ändert. Das heißt, wenn wir irgendwie die Filter even Liste von 1 bis 10 nehmen, dann kann ich Filter even Liste von 1 bis 10 jederzeit durch 2, 4, 6, 8, 10 ersetzen, überall wo es steht, und mein Programm ist genau dasselbe. Also der Ausdruck, unausgerechnet oder ausgerechnet, ist immer dasselbe. Dann ist er transparent. So, und jetzt fragt ihr vollkommen richtig, hä, was brauche ich das denn? Ist komisch, ich will das nicht. Naja, stellt euch mal vor, wir haben hier eine Funktion 10. Diese Funktion hat kein Argument, es gibt nur eins zurück, int, und vom Typ int nämlich. Und 10 ist einfach nur 5 plus 5. Ist okay. Da kann wenig passieren, das ist halt 10. So, aber jetzt, was ist mit dem? Angenommen Java, angenommen keine Referential Transparency, dann haben wir hier einen Public in 10 und der gibt zwar 10 zurück, aber weil es die lokale Methode 5 aufruft, passiert das hier. Und das ist one hell of a Seiteneffekt. Also diese Raketen abfeuern können wir einfach mal zwischendurch irgendwo einbauen und niemand bemerkt's, und dann brechen wollen wir eigentlich irgendwann nur mal unsere 10 berechnen und plötzlich ist Russland auf uns sauer und wir wissen nicht warum. Und das ist schon, also stellt euch das nicht ganz so extrem vor, selten wird tatsächlich Raketen abgefeuert, aber im Sinne von, irgendjemand anders kann zum Beispiel in einem globalen State von eurem Projekt rumfiddeln und plötzlich funktioniert euer Code nicht mehr. Und das ist manchmal fast genauso schlimm, als wenn Putin auf euch sauer ist. So, Pure Programming. Warum wollen wir das machen und warum wollen wir das nicht machen? So, Pro natürlich Typsicherheit, das ist voll gut. Wir wissen, dass wenn wir da einfach einen Int stehen haben, dann ist das auch nur ein Int. Und das ist auch einfach nur ein Int. Da ist nicht plötzlich irgendwie eine Datei gelöscht, da ist nicht plötzlich irgendwie der Rechner runtergefahren und Russland ist auch nicht sauer. So, das ist erstmal gut, ne? Außerdem Modularität. Das ist auch ziemlich nützlich. Weil, wenn wir jetzt an so einem Projekt arbeiten, mit ein paar Millionen Lines of Code, dann kann nicht irgendwie jemand am anderen Ende der Welt einen Commit machen und plötzlich funktioniert euer Code nicht mehr. Weil euer Code ist ja unabhängig davon, er hängt nicht von irgendeinem globalen State, du kannst einfach hier vorne rumkommen. Euer Code hängt nicht von irgendeinem globalen State ab, das heißt, der wird auch nicht irgendwo geändert, das heißt, ihr könnt das einfach so
ziemlich modular testen und das ist ganz schön prima. So, ich hoffe, das hat überzeugt, aber wir haben auch einen Nachteil von rein purer Programmierung. Bringt uns nichts. wenn wir überhaupt keine Seiteneffekte haben, dann können wir buchstäblich nichts machen. Der Rechner wird ein bisschen warm, wenn er es berechnet, aber das war's. Wir können nichts auf den Bildschirm printen, das wäre ein Seiteneffekt. Wir können keine Dateien lesen, das wäre ein Seiteneffekt. Wir können nicht Russland auf und sauber machen. Okay, das wäre vielleicht ein gut. Wir können überhaupt nichts tun, was sinnvoll wäre. Wir können keine Daten einlesen, wir können nichts, aber auch gar nichts. Und deswegen muss man sich irgendwie Gedanken machen, wie man doch irgendwie Seiteneffekte in eine Programmiersprache reinbekommt, auch wenn pure Programmierung seine Vorteile hat. Haskell hat das wie folgt gemacht. Es gibt in Haskell einen I/O-Typen. Und dieser I/O-Typ ist, also das ist ein Konstruktor, so wie eben. Also int ist allerdings nicht dasselbe wie I/O-int. Das heißt, eine Zahl, ein Integer, ist nicht dasselbe wie irgendein Integer und ein Seiteneffekt. Das heißt, und du kannst die auch nicht einfach durch das eine oder durch das andere setzen. Wenn ihr das tut, also wenn ihr zum Beispiel in das Quadrat einen I/O-int schmeißt, dann werdet ihr so eine Typfehler bekommen vom Compiler und der würde euch sagen, yeah, cannot unify int with I/O-int, weil das nicht dasselbe ist. Es ist nicht dasselbe, wenn ihr einfach nur eine Zahl dahin gebt, als wenn ihr irgendeinen Seiteneffekt mit der Zahl erreichen könntet. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem reinen Wert und der Berechnung, die zu diesem Wert führt. Das ist so ein bisschen die Abstraktion, die ihr euch geben könnt. I/O und so weiter hat immer alle möglichen Seiteneffekte und gibt zwar auch irgendeinen Wert zurück, aber es können halt Seiteneffekte machen. Und in Haskell ist es klar voneinander getrennt. Ihr könnt Seiteneffekte machen, aber ihr müsst sehr explizit darüber sein und die tauchen nicht einfach plötzlich irgendwo auf, wo ihr nicht damit gerechnet habt. Und ich denke, das ist ein Vorteil. So, einmal kurz, wir hatten die Pros und Cons, jetzt gibt es die Do's und Don'ts. Wie macht man denn jetzt Seiteneffekte? Naja, zum Beispiel so. Das ist ein recht einfaches Programm. Irgendwie H, es hat irgendwie, also Main hat den Typen I/O Unit. Dieser Typ hier, Klammer auf, Klammer zu, heißt Unit. Das ist der Typ, den barbarische Programmiersprachen Void nennen. Und es ist der Typ, der nur einen Bewohner hat. Also das heißt, Boolean zum Beispiel hat zwei Bewohner, False und True. Int hat so und so viele Millionen Bewohner. Und Unit hat nur genau den einen Bewohner. Und zwar Unit selbst, das wird wieder auch genauso geschrieben. Das ist übrigens der Grund, warum ihr in Java das Return bei Void weglassen könnt. Es wird zwar was returned, aber es ist schon klar, was returned wird, weil nur dieser eine Bewohner vom Typ Void oder Unit halt überhaupt returned werden kann. Deswegen könnt ihr es auch einfach weglassen. So, aber okay, wie machen wir das jetzt? Wir machen, Main ist definiert als Do. Do ist so ein bisschen syntaktischer Zucker. Das heißt, das erlaubt uns so ein bisschen pseudo-imperativ zu schreiben. Das heißt, wir können einfach ein paar Sachen hintereinander schreiben, die hintereinander ausgeführt werden sollen. Und Haskell macht den Rest. Wir machen PutStringLine, das heißt, wir printen was aufs Terminal. Und zwar sagen wir, hallo, wie heißt du? Danach machen wir ein Getline. Oh, aber was ist denn jetzt los? Getline ist ein Seiteneffekt. Wie kommen wir jetzt darum rum? Und wir wollen später irgendwas machen mit nur dem String, den wir zurückkriegen und nicht dem I/O-String, ja? Das hier ist ein Seiteneffekt. PutStringLine ist ein Seiteneffekt. Aber der Seiteneffekt, der hier kommt, ist interessanter. Aber du hast vollkommen recht, PutStringLine ausgeben ist auch ein Seiteneffekt. Aber insbesondere wollen wir den hier weiterverwerten. Deswegen brauchen wir, also bei PutStringLine geben wir einen puren Wert, nämlich diesen String rein und kriegen den Seiteneffekt raus. Aber hier ist es interessant, dass wir hier einen I/O-String reinkriegen und nur den String weiterverwenden wollen. Das ist die interessantere Richtung. Ihr seht hier diesen Pfeil. Das ist die Haskell-Notation, die euch den puren Wert aus diesem I/O-String den String macht. Aber ich dachte, das geht nicht. Doch es geht, weil Main sich immer noch im I/O-Typen befindet. Das heißt, es ist schon klar, wenn jemand Main aufruft, weiß er, dass da Seiteneffekte aufkommen können und werden. Aber ihr könnt trotzdem mit diesem Pfeil an den puren String, der hier eingelesen wird, rankommen. Das heißt, wenn diese Zeile vorbei ist, hat's den Typen String. Nicht I/O-String,
sondern String. Ihr könnt dann alle puren Funktionen, die ihr in Haskell eh schon habt, auch auf dieses String verwenden, als wenn es immer schon pur gewesen wäre. Und danach machen wir auch noch einen Seiteneffekt, put stringline, hallo, concatenated mit dem String. Okay, so soll man das machen. Dieser Pfeil hier führt sozusagen die IO-Aktion aus. Das ist aber nicht schlimm, weil klar ist, dass wir uns im IO-Typen befinden. So, und ich kenne euch. Ihr werdet danach googeln. Und ihr werdet fündig werden. Es gibt nämlich in Haskell eine Methode, wie man auch ohne so den guten Stil an den puren Teil eines nicht puren Datentyps rankommt. Wir wollen aber nicht, dass ihr den verwendet. Und damit ihr nicht zu Hause auf dumme Ideen kommt, bringen wir euch das hier bei, wie es nicht geht. So geht's nicht. Es gibt die Funktion unsafe perform IO. Und der Name sollte eigentlich reichen. Es gibt aber immer noch Leute, die meinen, import unsafe perform IO, ich kann das. Unsafe perform IO hat den Typen IOR, also ist sogar polymorph, nach A. Also es gibt euch einen Int für ein IO-Int, es gibt euch einen String für ein IO-String. Aber wenn ihr nicht ganz, ganz, ganz genau wisst, was ihr damit anstellt, und damit meine ich besser als Stefan und ich, wenn ihr nicht ganz, ganz, ganz genau wisst, was da abgeht, macht es euch im Zweifelsfall auch Dinge kaputt. Also lasst es sein. Es gab schon mehrere Debatten auf der Haskell-Mailingliste, ob nicht unsafe perform IO eventuell noch nicht stark genug ist und ob wir es nicht eventuell you're doing it wrong perform IO nennen sollten. Also lasst es einfach. Euer Projekt am Ende sollte das sowieso nicht drin haben. Unsafe perform IO lassen wir euch nicht durchgehen, aber ich wollte es mal angesprochen haben, damit ihr nicht irgendwie in 2 Wochen damit um die Ecke kommt und sagt, oh, guck mal, ich habe was ganz Tolles gefunden. Ah, ist alles viel einfacher. Magst du einmal die Wiimote richtig machen? Weil das funktioniert gerade nicht. So. Zwischenfragen soweit. Solange das gefixt wird. Mario. Nein, das ist einfach nur falsch von mir programmiert. Show musst du nicht machen. Ist schon ein String. Du könntest auch einfach Show plus String machen. Ist mir aufgefallen, als ich gerade eben da war. Aber gut aufgepasst. Ja? Ja, das war Absicht. Wir wollten das euch nicht sagen. Wir wollten absichtlich vermeiden, dass ihr wisst, dass man die Typsignaturen auch weglassen kann und Haskell schlau genug ist, sich Typsignaturen zu überlegen. Ja, Haskell ist schlau genug dafür, aber ihr nicht. Also für euch, das ist dieses Thinking in Types Ding. Wenn ihr verstehen wollt, wie euer Programm da gerade funktioniert, hilft es enorm, die Typsignaturen zu haben. Und insbesondere, wenn ihr dann zu eurem Tutor kommt und sagt, na, mein Programm funktioniert nicht, mach mir das heile. Oder erklär mir zumindest, warum es kaputt geht. Dann steht da, okay, Function fubar kb xy pritz rp mf. Und dann, aber ich weiß genau, was die bedeuten. Und ich so, aber ich nicht. Das heißt, wenn andere Leute euren Code lesen sollen oder ihr selbst übermorgen, wenn der Gedanke nicht mehr frisch ist, dann helfen Typsignaturen ungemein dabei, irgendwie wieder reinzukommen und zu verstehen. Also das geht so weit, dass einige Leute sagen, ja, ist okay, ich habe doch Typen hingeschrieben, was soll ich kommentieren? Das ist etwas zu weit, aber Typsignaturen helfen enorm. Aber ja, Herr in der ersten Reihe hat recht, ihr müsst das nicht machen. Es wird aber wärmstens empfohlen. Ja, diese Herangehensweise an I.O. ist natürlich neu, weil die meisten von euch werden Java-Hintergründe haben oder C++-Hintergründe. Und da kann man einfach Seiteneffekte überall hin sprenkeln, wo man sie gerne hätte. Und es interessiert niemanden wirklich. Das ist nicht wirklich intuitiv. Aber habt keine Angst, da kommt man rein. Mit ein bisschen Übung ist das alles zu machen. Und die Übung kriegt ihr in den Tutorien. Okay, also Montag.
Gibt es, bevor ich jetzt zu Lazy Evaluation gebe, noch Frage zu den Typen oder IO? Keiner, der sich traut, die Hand zu heben. Okay. Lazy Evaluation. Ihr könnt euch schon denken, was die nächste Slide ist, richtig? Genau. Aber ich wollte trotzdem noch mal kurz darauf auf dieses Zitat hinweisen, was Dolce Zwierstra von der Utrecht Universität einmal gebracht hat, als ich da auf einer Sommerschule war. Und mir hat es enorm weitergeholfen und ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, das hier anzubringen. Garbage collection means the programmer doesn't need to worry about the end of a value's life. Lazy evaluation means she doesn't need to worry about its beginning either. Also, was ist Lazy Evaluation? Lazy Evaluation bedeutet, dass ich irgendeinen Ausdruck, den ich ja durch Referential Transparency jederzeit durch seinen Wert ersetzen kann, erst ausrechne, wenn ich ihn wirklich brauche. Das heißt nicht, ich sehe, oh, da sind 5 Ausdrücke in dem Funktionsaufruf, die werte ich erstmal alle aus und dann können wir damit weiterrechnen. Weil das ist doof. Es bedeutet, dass erst, wenn jemand gesagt hat, nein, ich brauche den jetzt wirklich, ich will damit weiterrechnen, gib mir endlich diesen dummen Wert, erst dann und nur dann sagt Haskell auch, dass es den tatsächlich ausrechnen soll. Zur Lazy Evaluation im Gemeinen gehört auch Sharing, das heißt, Haskell passt auch ein bisschen auf, dass wenn ihr denselben Ausdruck 15.000 Mal in derselben Zeile benutzt, dass der nicht 15.000 Mal ausgerechnet wird, sondern die passen so ein bisschen darauf auf, dass das nicht alles 10.000 Mal aufgerechnet wird. So, das hat natürlich Vorteile. Wenn ihr Dinge nicht ausrechnet, die ihr sonst ausgerechnet hättet, gibt das Performance, natürlich. Insbesondere in Memoization und Dynamic Programming wird das gerne mal verwendet. Es erlaubt uns aber auch unendliche Datenstrukturen, voll cool. Und mein persönlicher Liebling, es gibt uns faule Kontrollstrukturen. Und zwar nicht primitive, sondern welche, die wir selber bauen können. Ich gebe euch Beispiele. Unendliche Datenstrukturen sind zum Beispiel diese Liste da. Das ist eine Liste von Fibonacci-Zahlen, ob ihr mir glaubt oder nicht. Diese Liste fängt mit 0 und 1 an und danach werden die Liste und alles außer dem ersten Element der Liste mit Plus sozusagen ineinander gesippt. Das heißt, das erste ist 0 und 1, weil die Liste, wie sie bisher steht, sind 0 und 1. Das heißt, FIPS ist das erste mit 0, 1, blub, 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 blub. Und TailFIPS ist 1, blub, 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 blub. Und das wird mit Plus zueinander gewinnen. Das heißt, das dritte Element ist 0 plus 1 ist wieder 1. Und so weiter und so fort. Und das kann man beliebig lange so durchführen. Und wir brauchen nicht mehr als diese eine Zahl der Definition, um an alle Fibonacci-Zahlen zu kommen. Wenn ihr das in den GRCI eintippt, kriegt ihr da 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, bla, 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 bla. Und das könnt ihr so lange nehmen, bis ihr keine Lust mehr habt. Oder keinen Speicher. Aber die Begrenzung liegt da nicht bei Haskell. Ihr könnt das so lange weitermachen, wie es geht. Das ist lustig. So. Und faule Kontrollstrukturen wollte ich auch noch anbringen. Und zwar viele Programmiersprachen, die ihr so kennt, haben zum Beispiel Short-Circuit-Ifs. Das bedeutet, wenn ihr habt, in einem If steht A und B und dann then irgendwas als irgendwas. Und das bedeutet in diesem Fall, dass erst meinetwegen A ausgerechnet wird und wenn A schon false ist, dann wird B nicht mehr ausgerechnet. Weil ne, false und irgendwas ist auf jeden Fall false. So, und es gibt auch primitive Strukturen, sodass wenn if A, then B, else C, dann wird erst A ausgerechnet und dann wird nur der then-Fall oder der else-Fall ausgewertet. Das ist sogar Standard, weil stellt euch vor, ihr habt einen then-Fall, den ihr tatsächlich ausführen wollt und ihr habt einen else-Fall, in dem dann wieder irgendwelche Raketen zu Russland abgefeuert werden. Und wenn die dann beide erstmal ausgewertet würden, wäre das ziemlich doof. So, in Haskell können wir aber sowas auch einfach selber machen. Zum Beispiel, schaut euch diese Funktion an. Wir haben foo, das nimmt 2 ints und gibt einen ints zurück. Aber foo von xy ist einfach nur 2 mal x. Ich benutze y hier nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt foo von 5 und undefined aufrufe, kriege ich einfach nur 10. Undefined ist ein Wert, der in jedem Typen wohnt, der einfach das Programm crasht, sobald er ausgewertet wird. Ihr fragt euch, warum brauchen wir sowas in der Sprache? Das hilft aber, zum Beispiel im Entwicklungsprozess könnt ihr einfach schreiben, ja, ist okay, ich will aber erstmal die Typsignaturen hinhaben, thinking in types,
okay, Typsignatur, bla 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 bla. Die Funktion ist aber erstmal undefined, ich kümmere mich später um die tatsächliche Implementation. Ich will erstmal erreichen, dass die Typen zueinander passen. Dafür zum Beispiel undefined total, total wertvoll, total. So, und hier merkt ihr, okay, es sollte eigentlich crashen, aber dieses Y hier wird überhaupt nicht angefasst, weil es hier nicht gebraucht wird. So, wenn wir jetzt etwas Haskell-Magie anwenden und sagen, nee, werte dieses Y gefälligst mal aus, das nennt sich hier Bang-Patterns und dann setzen wir einfach hier vor dieses Y ein Bang oder ein Ausrufezeichen. Das heißt, Haskell, ganz egal, was du machen willst, werte dieses scheiß Y auf jeden Fall aus. Dann, was passiert dann? Na, dann crasht es. Das heißt, wenn wir Haskell dazu zwingen, das auszuwerten, geht's kaputt. Aber per Default würde Haskell uns vor dem Programmabsturz retten, weil es das Y nicht auswertet, wenn es nicht braucht. Nein. Die Definition steht auch hier. Ja, dann nein, dann hätte es ausgerechnet Y ist 3 und würde trotzdem 10 zurückgeben. Ja. Du lernst sie kennen, früher oder später. Also ZipWith nimmt eine Funktion, nämlich in diesem Fall Plus und zwei Listen und es nimmt sich das erste Element der einen Liste und das erste Element der anderen Liste, verkettet es mit der Funktion, schmeißt das nach vorne und gibt eine Liste zurück und das ist das erste Element der Liste und für das zweite Element der Liste nimmt es das zweite Element der einen Liste, das zweite Element der anderen Liste, verkettet es mit der Funktion, für das dritte Element der Liste ist es das dritte. Okay. Beweis per Induktion. As left as exercise to the listener. Ja, ist okay. Und die Remote funktioniert wieder nicht. Wir sollten das wirklich in der Endlosschleife starten. Sonst noch Fragen? Wir haben gerade wieder Zeit. Ja? Ja, ist die nächste Slide. Kommen wir sofort zu. Ja. Das müssten wir aber auch erst kalibrieren, glaube ich. Kannst du damit weiterklicken? Ich glaube, es funktioniert jetzt auch wieder. Ja, okay. Also, ne, merkt euch einfach die, aber danke, nächstes Mal vielleicht. Die Unterschiede können manchmal etwas subtil sein und gerade wenn irgendwie so nur ein paar Seiteneffekte irgendwie zum Beispiel gleich, aber der eine verändert irgendwie so ein bisschen den globalen State, kann das teilweise irgendwie ein bisschen haarig werden. Lazy Evaluation finde ich aber generell den hübscheren Weg dran. Ist aber vollkommen richtig, nicht immer das One-All-Be-All. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr wollt eine Datei lesen. Und ihr sagt jetzt, okay, Haskell, öffne eine Datei. Und Haskell so, ja, mach ich dann, wenn du irgendwas aus der Datei haben willst. Ich merke das mir schon. Okay, Haskell, lies den Text aus der Datei aus. Ja, mach ich dann, wenn du mit dem Text irgendwas machst. Okay, Haskell, mach die Datei wieder zu. Ist okay, hast du die Datei ja nicht gebraucht. Und Haskell merkt sich so, okay, ich sollte Datei aufmachen, Text lesen und Datei wieder zu. Das bringt dir aber nichts. Das lasse ich, weil ich bin lazy. Ich mach das nicht. Und dann sagst du, so Haskell, du hast doch vorhin den Text gelesen, jetzt gib mir mal das erste Zeichen. Und er so, was? Ich habe das weggeschmissen. Was? wie soll ich das denn jetzt plötzlich wieder machen? Also das kann eventuell haarig werden. Da gibt es Wege drumherum, kein Problem, das ist alles in Ordnung, aber man muss eventuell mal drauf aufpassen. Man muss aber halt drauf aufpassen. Man muss sich über Laziness im Klaren sein und wissen, wie man damit umgeht, dann kann man sowas auch kriegen. Performance. Manchmal, also Laziness macht nicht nur schneller. Manchmal, wenn man es an den falschen Stellen einsetzt und was die falschen und richtigen Stellen sind, können wir eventuell später mal drüber reden, muss nicht jetzt sein, aber wenn man es an den falschen Stellen einsetzt, dann kann das Programm auch langsamer machen, weil man halt darauf wartet, oh, ja okay, jetzt berechnet es, scheiße, aber ich hätte ihn jetzt eigentlich schon gebraucht. Der Compiler ist ziemlich schlau und der macht auch eine Strictness-Analyse, also das heißt, der Compiler guckt über euren Code drüber und sagt, ja, ich glaube, das muss strikt sein und das muss strikt sein und das, aber der findet natürlich nicht alles. Der Compiler ist keine Magie, auch wenn es manchmal so aussieht und auch der findet nicht alle Fehler. Das heißt, es kann das manchmal auch langsamer machen, muss man halt wissen. Es gibt ja noch ein paar andere Fälle, die müssen wir aber nicht alle durchgehen. So, ja? Strict ist das Gegenteil von lazy. Das heißt, du wertest erstmal alles aus, sobald du es siehst und nicht erst, wenn du es brauchst. Und ja, also okay, es ist nicht immer das Richtige. Und wenn man
es jetzt gerne anders hätte, dann kann man auch Strictness Annotations machen. Das heißt, werte das auf jeden Fall aus, ganz egal, ob du es im Moment für sinnvoll hältst oder nicht. Eine Möglichkeit von Strictness Annotations sind zum Beispiel diese Bang Patterns. Gibt noch andere. Und was man auch machen kann, ist, man kann teilweise auch einfach sagen, okay, sei strict by default und dann annotiere ich, was ich lazy haben möchte. Das geht auch. Und auf der Mailingliste wird immer noch viel darüber diskutiert, ob Haskell per Default lazy sein sollte oder per Default strict sein sollte. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Aber ich denke, zumindest wenn man bedenkt, dass es in den Anfang der 90er mal eine Forschungssprache war, hat das schon ganz schön viel geholfen. So. Problem lösen durch Zusammensetzen. Gibt es erstmal noch Fragen zu Lazy Evaluation? Keine. Gut. Problem lösen durch Zusammensetzen oder Problem Solving by Composition. Ihr wisst genau, was jetzt gleich von der Slide kommt. So eine. Haskell is a pure functional programming language with strong in static types and lazy evaluation. Und ich wollte euch noch ein bisschen darüber erzählen, wie man in funktionalen Sprachen Probleme löst. Achso, by the way, wir konzentrieren uns jetzt in dieser Vorlesung sehr auf Haskell. Es heißt fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Viele Konzepte, die wir hier haben, sind auch für andere funktionale Sprachen anwendbar. Aber wenn ihr euch dann später irgendwie mit Standard-ML oder OCaml oder F-Sharp oder sowas rumschreibt, dann werdet ihr schon merken, wo die Unterschiede sind. Wir konzentrieren uns jetzt hier einfach auf Haskell. So, Divide and Conquer hilft häufig. Und ich finde, gerade in Haskell gerade ist es gut repräsentiert, weil oft die Lösung für ein größeres Problem ist, viele Funktionen ineinander zu stecken, die kleine Teilprobleme davon lösen. Es gibt dafür diesen Operator Punkt, der verkettet zwei Funktionen. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen gruselig aus, aber ist es gar nicht. Versucht mal ein bisschen in Typen zu denken. Wir kriegen eine Funktion, also Punkt hat den Typ Funktion B nach C, nach Funktion nach A nach, von A nach B, nach A nach C. Wer kann sich denken, was das tut? Joris. Ja, könnte man. Genau. Also man kann sich das denken, wir kriegen irgendeinen Typ vom Werten, also wir kriegen irgendeinen Wert vom Typ A, wir kriegen eine Funktion, die A nach B macht, und wir kriegen eine Funktion, die B nach C macht, und wir kriegen ein C hinten raus. Okay, es ist mehr oder weniger offensichtlich, was in der Funktion jetzt vorgeht. Wir kriegen hier die Funktionen F und G rein, das sind nach Pattern Matching diese Funktion und diese Funktion. Und das hier ist ein Lambda-Ausdruck, Backslash führt Lambda-Ausdrücke ein. Lambda-Ausdrücke sind anonyme Funktionen, denen wir nicht extra einen Namen geben müssen. Und es sagt einfach, okay, angenommen, du hast F und G und dann kriegst du irgendein X rein, das wäre in diesem Fall vom Typ A. Du kriegst dieses X irgendwie rein, dann machst du F von G von X. Das ist dann das, was du zurückgibst. Und damit kann man wunderschön verschiedene Funktionen zusammenstecken, um daraus nützlichere Funktionen zu machen, die für euch sinnvoller sind. Zum Beispiel, schreiben Sie ein Programm, das eine Zeile Text von Standard in liest und die Wörter in umgekehrter Reihenfolge auf Standard out wieder ausgibt. Das ist so eine Aufgabe, die ich irgendwie vor einem Jahr oder so mal auf so einer Coding-Website gesehen habe, wo irgendwie draufsteht, hier, trainiere mit uns zu coden und werde irgendwie ganz toll. Und hier, mach das doch mal da. Und die Sache ist, das Schöne an dieser Seite war, dass man sich das in unterschiedlichen Sprachen angucken könnte. Hier ist eine Lösung in C. Oh meine Junge, da wird irgendwie ein 2D-Array von Worten angelegt und es wird gemallockt und gestring-copied und da muss man irgendwie die ganzen Indizes irgendwie im Kopf behalten und dann werden Wildschleifen geschoben und die Indizes muss man aufpassen und dann wird hier irgendwie geprintet und so, Alter, meine Güte, und das ist alles furchtbar und es wird auch nicht gefreed. Das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Und jetzt zeige ich euch die Lösung für das gleiche Problem in Haskell. Tack. Das, 4 Zeilen, inklusive Typsignatur. Es ist einfach nur, du, put stringline, bitte geben Sie irgendeinen Text ein. Dann holt man sich den Text, der eingegeben wurde, über string getline, wie wir es eben schon hatten.
Und dann machen wir einfach auf diese String, wenden wir Words, Reverse, Unwords, PutStringLine an. Was ist das? Also, String, GetLine hatten wir eben schon, gibt einen IO-String und über diesen Pfeil machen wir dann einen puren String draus. So, Words hat den Typ String nach Liste von String. Words trennt an Whitespace, das heißt an neuen Zeilen und an Leerzeichen und sowas, an Tabs, wird einfach aus einem großen String eine Liste von Strings gemacht. Diese Liste können wir umdrehen. Mit Reverse. Funktioniert auf allen Listen, auch von Listen auf Strings. Unwords tut genau das Gegenteil von Words, und zwar macht aus einer Liste von Strings wieder einen großen und fügt zwischen den einzelnen Strings einfach nur ein Leerzeichen ein. Und PutStringLine kennen wir auch schon, das nimmt dann diesen String und kriegt und macht dann den macht dann die IO-Action, was dann wieder zu dem Typen von Main passt. So, die Sache hier ist, so langsam, wenn ihr das irgendwie schon ein bisschen hinkriegt, sollten das so ein bisschen wie Puzzleteile werden, dass, aha, hier kriegen wir einen IO-String, aus diesem String kann man dann eine Liste von Strings machen, die Liste kann man umdrehen und aus der Liste macht man wieder einen Einzelnen und den kann man dann wieder hier hingeben. Das sind wie Puzzleteile. Und mit dem Punktoperator kann man wunderbar diese verschiedenen Funktionen hintereinander setzen. Die werden dann von rechts nach links, also erst Words, dann Reverse, dann Unwords und dann PutStringLine hintereinander ausgeführt. Und das, diese riesige Funktion hier in der Klammer, das ist alles eine Funktion von String nach IO-Unit. Und das wenden wir einfach auf unseren puren String aus, den wir oben uns geholt haben. Die Idee hier ist nicht, oh mein Gott, guckt, was Haskell alles Tolles kann, was wir alles in der Standard-Library haben, sondern bemerkt mal, auf welchem Level ihr hier über das Problem nachdenkt. Wir haben hier, aha, wir haben einen String, den sollten wir am Whitespace irgendwie trennen, dann kann man das umdrehen und dann kann man wieder Whitespace einfügen und nicht, oh mein Gott, was für Pointer muss ich denn hier alles haben, ne? Also, auf welcher Ebene denkt ihr über das Problem nach? Hier sind es Pointer und Wildschleifen und Speicheradressen. Und hier sind es Strings und Listen. Und das ist das, was ich versuche, euch damit zu vermitteln, dass das eine etwas andere Herangehensweise an das Problem ist. Ja, Sascha? Kannst du, ist hässlich. Also die Frage war, ob man den Punktoperator verwenden muss. Nein, muss man nicht. Du kannst natürlich auch Words anwenden auf String und Reverse auf Words String anwenden und Unwords auf Reverse und so weiter. Das geht natürlich auch, aber es hat zwei Nachteile. Erstens ist es hässlich und zweitens erlaubt es für weniger Compiler-Optimisierung. Das heißt, der Compiler kann ja sehen, aha, guck mal, der haut das alles hintereinander weg. Der tut mit den Zwischenwerten überhaupt nichts. Das heißt, die Zwischenwerte muss ich nicht irgendwo zwischenspeichern. Die will er nicht haben. Und eventuell kann er sich dann auch ein paar Rechenschritte sparen. Zum Beispiel, angenommen, du konvertierst irgendwas zu einem Datentypen hin und im nächsten Schritt würdest du aus dem Datentypen wieder rauskonvertieren. Weil du hier so geschrieben hast, kann der Compiler sehen, aha, das ist vollkommen sinnlos, ich kann mir diesen sinnlosen Schritt einfach sparen und dadurch wird es auch effizienter und lesbarer. Also ist das schon the way to go, würde man sagen, ja? Mhm. Das ist richtig. Das ist das, was wir vorhin in der IO-Section schon einmal hatten. Du hast vollkommen richtig bemerkt, GetLine gibt einen IO-String. Aber String hier ist schon ein purer String, weil dieser Pfeil hier, das ist ein Operator und der führt sozusagen die IO-Action aus, die benötigt ist dafür. Das heißt, weil wir diesen Pfeil benutzt haben, können wir dann mit String als purem, also mit str als purem String weiterrechnen. Das ist in Ordnung, das macht nicht alles kaputt, weil Main immer noch im IO-Typen ist. Das heißt, wer Main aufruft, weiß immer noch, dass da Seiteneffekte zwischenkommen können. Aber String ist in diesem Fall pur, also str ist in diesem Fall pur und du kannst pure Funktionen drauf finden. Aber ja, vorhin nicht gut aufgepasst, aber jetzt dafür.
Okay, Thinking in Types und das Abstraktionslevel. Ja. Dazu Fragen? Ja, Mario. Wohin? Ja. Könntest du dir natürlich so basteln, ja? Ja, dann wird es hässlich hinten weiterhin. Ich glaube, so schon, ist das schon ganz. Aber übrigens, apropos Curry, du merkst hier auch, du kriegst hier, also laut Typsignatur kriegst du hier eine Funktion von B nach C, eine Funktion davon A nach B und einen A und kriegst einen C raus. Aber wir Pattern-Matchen hier nur auf die Funktion. Nicht auf das A. Das ist dieser Lambda-Ausdruck. Das heißt, wir Pattern-Matchen nur auf die Funktion und sagen dann, geben dann eine Funktion zurück, eine anonyme zwar, eine Lambda-Funktion, geben eine Funktion zurück, die irgendein x auf f von g von x nimmt. Du könntest dir natürlich einen eigenen Operator irgendwie basteln, der das genauso macht, wie du gerade gesagt hast, dass man erst die von A nach B kriegt, dann die von B nach C und dann einen A und dann einen C. Das ja, kannst du machen, wenn du willst. Es gibt zum Beispiel eine Funktion Flip, die nimmt Funktionen, die mehr als zwei Argumente, also die zwei oder mehr Argumente haben, und vertauscht die ersten beiden Argumente. Das heißt, Flip von Punkt von irgendwas vertauscht die beiden ersten Argumente, dann würdest du erst diese Funktion angeben und dann diese. Das würde dann aber hier unten angepasst. Das heißt, du würdest es immer noch so verwenden. Du würdest es nur andersrum angeben. Aber die würden immer noch in der richtigen Reihenfolge aufeinander angewendet werden. Ja? Was gibt es nicht in der Lens Library? Aber ja, das gibt's auch. Sonst noch Fragen? Weil ansonsten habe ich nur noch eine Zusammenfassung. Wir haben Thinking in Types, das ist wichtig, versucht irgendwie bei allem, was ihr in Haskell tut, irgendwie im Kopf zu behalten, was sind die Typen der Funktionen, die ich gerade habe, was sind die Typen von den Daten, die ich gerade habe und wie passen die so ineinander, dass ich die lustig zueinander stecken kann. Wir haben uns die Typen nochmal angesehen, Compiler ist dein Freund, wenn euch der Compiler solche Fehlermeldungen schmeißt, freut euch, weil er sagt euch genau, was falsch ist. Und lässt euch nicht einfach durch und sagt dann, ja, ist okay, klär doch deine eigenen Laufzeitfehler. Weil jeder Fehler, den euch der Compiler aufzeigt, ist ein Laufzeitfehler weniger später. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollen, weil zumindest wenn ich programmiere, möchte ich gerne, dass mein Programm die ganzen Fehler schmeißt, solange es noch bei mir ist und nicht beim Kunden. Das ist sinnvoll. Also der Compiler arbeitet mit euch, nicht gegen euch. Seiteneffekte sind gekapselt, weil wir nicht wollen, dass Russland einfach so auf uns böse wird. Wenn wir Raketen abfeuern, wollen wir das vorher gesagt bekommen haben. Wir haben einen Unterschied zwischen dem Wert, wenn es referential transparent ist, und einer Berechnung, die Seiteneffekte haben könnte eventuell. Wir haben uns ein bisschen Lazy.io, also Call by Need und Sharing angesehen. Wir haben gesehen, dass man Funktionen als First Class Citizens in Haskell betrachten kann. Das heißt, man kann die zurückgeben, man kann die als Parameter übergeben und sowieso sind alles irgendwie Funktionen. Und wir haben gesehen, dass man Problemlösungen durch Kombination von Funktionen ziemlich gut hinkriegt. Habt ihr noch Fragen? Keiner, der sich traut, die Hand zu heben. Zimmer. Ja.
Ja, also wir hätten hier einfach auch auf X-Pattern matchen können. Dann hätten wir hier Punkt FGX und dann hätten wir einfach FGX von G von X hinschreiben können. Hätten wir auch, aber in der Prelude, also in der Standard-Bib von Haskell, ist es tatsächlich so implementiert. Und ich dachte, lass ich so, weil dann kann ich euch erklären, was Lambda-Ausdrücke sind. Voll gut. Adriana war schneller. also die Slides findest du natürlich schon online, die kannst du dir natürlich nochmal angucken. Du kannst auch durch Learn Your Haskell, wir gucken, irgendwann am Wochenende kommen Übungsaufgaben. Hab mal ein Auge auf die GitHub-Seite, da kommen dann irgendwann Aufgaben. Im Zweifelsfall schicken wir euch auch noch eine Mail, wenn, sind wir freigeschaltet, auf den EKVV-Verteiler schreiben zu können? Weiß nicht, okay. Wird sich rausstellen, ja. Simba, willst du selber? Das geht durch ein, das geht trotzdem. Nein, du kannst auch X weglassen, wenn du drauf Pattern matcht. Du kannst auch X weglassen und dann kriegst du halt eine partially applied Function zurück. Nein. Du kriegst einfach nur, ja, das ist das, was ich am Anfang mit Curryfizierung gemeint habe. Du musst nicht, du kannst die hinteren Argumente im Zweifelsfall weglassen und dann kriegst du eine Funktion zurück, die nur noch diese Argumente nimmt und dann das letzte Argument zurückgibt. Das geht auch mit Pattern Matching. Das geht, ja klar. Das geht kannst du auch weglassen, wenn du lustig bist. Dann kriegst du eine Funktion, die eine Funktion nimmt und ein A und dann ein C zurückgibt. Das geht einfach so und das muss man nicht mit Lambdas machen, das geht einfach so in Haskell. Das ist dieses Curry-Dings. Ja, sonst noch Fragen? Okay. Wenn es keine Fragen mehr gibt, that's all, folks. Wunderbar, wir sehen uns nächste Woche.